Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des digitalen Salon unter dem Titel Dem Hölderlin seinen Hashtag. Herzlich willkommen im Namen des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, hier sein zu können und Sie alle willkommen zu heißen zu diesem digitalen Salon und freuen uns auf eine angeregte Diskussion. Es obliegt mir, Sie und euch heute ganz kurz in das Thema einzuführen und dann zu übergeben an die Diskussionsbeiträger, die wir heute zu diesem digitalen Salon hierher bemühen konnten. Und ich habe mich ehrlich gesagt, als ich angefragt worden bin, die kurze Ansage hier zu machen für diese Ausgabe, über vergangene Ausgaben des digitalen Salons nachgedacht und mich gefragt, was genau ist der Bezug von Internet und Gesellschaft, mit dem sich das HIIG ja beschäftigt, zu digitaler Literatur und zur Digitalisierung der Literatur. Vielleicht zwei eng miteinander verwandte Gegenstände, aber nicht dasselbe. Neue Formen der Literatur, die durch das Internet vielleicht ermöglicht werden, sind vielleicht zu unterscheiden von der Digitalisierung des Literaturbetriebs und der Tatsache, dass heutzutage alle möglichen Kanäle uns offen stehen, um Literatur zu konsumieren. Und ich habe mich gefragt, ist das sehr anders als in anderen Bereichen, wenn wir das vergleichen mit dem Journalismus oder mit der Musikbranche oder der Filmbranche, also anderen Medienbereichen, wie sieht es da aus? Und bin zum Ergebnis gekommen, wir treffen im Literaturbetrieb, und dazu haben bestimmt viele hier mehr zu sagen und mehr ganz konkrete Erfahrungen als ich, machen wir ganz ähnliche Erfahrungen. Es gibt aber auch einige Dinge, die sehr anders sind. Und ich möchte das ganz kurz anreißen, wirklich kurz. Zum einen stellen wir fest, das wissen wir alle selber als Konsumenten, dass das Verhältnis derer, die diese Dinge, also die Literatur produzieren, zu den Konsumenten sich nachhaltig verändert und dass die Intermediäre, die Plattformen, die zwischen den Produzenten und den Konsumenten stehen, wenn man dieses Bild, diese Rollenverteilung mal so stehen lassen möchte, sich nachhaltig geändert hat und wir es inzwischen mit Plattformen zu tun haben, großen Plattformen wie Amazon, die bestimmt noch in der Diskussion vorkommen werden. Plattformen sind also ein Stichwort, ein anderes Stichwort sind die Algorithmen und Daten, die Nutzer in diesen Plattformen generieren, wenn sie Literatur suchen, lesen, verschlagworten, teilen und so weiter. Also es gibt da eine veränderte Beziehung zwischen denen, die vielleicht auch die Literatur schaffen und denen, die sie konsumieren und den Intermediären, die dazwischen stehen und die vielleicht ganz neue Möglichkeiten haben, in diesen Prozess einzugreifen und ihn zu verändern. Das vielleicht nur als einen Einblick, der mir selber gekommen ist. Und ein zweiter vielleicht jenseits mal ganz kurz dieses Bilds vom Markt, um klarzustellen, dass das nicht alles ist. Literatur hat ganz viel zu tun mit Vielfalt, mit Freiheit, mit Ausdruck, mit dem Schaffen von etwas, was irgendwie besonders ist, jenseits seiner Rolle als etwas, was man konsumieren kann. Und vielleicht blüht digitale Literatur deshalb an Stellen, die irgendwie außerhalb dieser Plattform liegen und die außerhalb dieser Logik liegen, die die großen Plattformanbieter vorantreiben. Das sind nur einige spontane Gedanken von mir, die vielleicht eine Rolle spielen werden, vielleicht nicht. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall an die Beiträger zu übergeben und freue mich auf die Diskussion später mit Ihnen und euch allen. Danke. So, hier zwei Ansichtsexemplare dessen, worüber wir heute reden. Gibt es eine Sitzordnung? So eine halbwegs ausgedachte, da wärst du zum Beispiel, genau. Ja, herzlich willkommen zum ersten digitalen Salon des Jahres. Schön, dass ihr alle da seid und auch ganz schön zahlreich, will ich meinen. Spitze, wenn ihr da vorne denkt, das geht dann aber irgendwann in den Nacken, wäre es vielleicht auch empfehlenswert, eine Bank oder einen Stuhl hier vorne hinzustellen, denn es ist ja erstmal gedacht als eine Diskussionsveranstaltung bewegt und in Farbe. Zu einer Radiosendung werde ich es dann noch umkneten. Also wer zum ersten Mal hier ist, hallo, nochmal explizit, hallo. Das ist ein digitaler Salon, findet statt, immer am letzten Mittwoch des Monats, widmet sich so Themen des digitalen Wandels, man könnte auch sagen des Lebens. Lesen gehört sicherlich bei allen dazu. Es wird dann ein Hörsaal auf D-Radio Wissen am
Warte mal, ich glaube, am 21. Februar nächsten Monats, Sonntagabend, wird das hier also als Radiosendung ausgestrahlt. Es wird gefilmt, es wird gestreamt. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von D-Radio Wissen und HEIG. Und auf heig.de werden wir jetzt gestreamt. Das war hoffentlich kein Schuss. Und wer uns da sieht, kann gerne, bietet sich ja vielleicht unmittelbar an, wenn eine Runde heißt, dem Hölderlin seinen Hashtag, kann unter dem Hashtag Dicksaal reinrufen und schreiben, was er oder sie meint oder gerne mal genauer ausgeführt hätte. So, soweit die Präliminarien. Ach so, ja, riesen Dankeschön ans Ocelot, dass wir hier sein dürfen. Ich finde das natürlich, also A, sieht sicherlich super aus im Streaming und für alle, die hier Zuschauer sind, also ich beneide euch ein bisschen, weil ihr könnt euch umgucken, ich ein bisschen weniger. Ich glaube, es sieht super aus. Dann ist natürlich auch das sehr Schöne, dass wir es da einerseits mit einer gefährdeten Art zu tun haben und andererseits mit Katzen-Content. Also es führt uns quasi direkt an die Schnittstelle, an der wir heute Abend arbeiten wollen. Sonst fordern wir auf, wenn wir in Kneipen oder so sind, ganz viel zu trinken. Jetzt würden wir euch natürlich auffordern, ganz viele Bücher danach zu kaufen. Ich glaube auch der Autorin und der Autoren, was die so geschrieben und gefunden haben zwischen Buchdeckeln, liegt hier auch aus. So, dann, wir hatten schon eine Einführung. Vielen Dank dafür, Cornelius. Jetzt kommt meine. Dann geht's auch los. Anfang des Jahres, also ich weiß nicht, so vor einer Woche, in der SZ zu lesen, ein Bericht über eine Umfrage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, repräsentative Umfrage, 5000 Menschen wurden gefragt. Und demnach finden 53,2% der befragten Menschen Wohnzimmer ohne Bücher unvorstellbar. Bei den 14- bis 19-Jährigen gilt das für immerhin doch noch ganz satte 42%. Gibt auch zauberhafte Zitate des Verfassers der Studie, der sagt, vor einer Bücherwand verfällt niemand in Streit. Mal gucken, ob das für uns heute Abend auch zutrifft. Die Bücherwand befriedet. Und, kommt noch was dazu, Bücher machen ein wunderbares Raumklima. Weil Papier als nachwachsender Rohstoff Staub, Gerüche und Geräusche bindet und für eine gesunde Luftfeuchte sorgt. Also in diesem Sinne, atmet mal tief und achtsam ein und aus. Kann man hier gut machen. Und wir treten ja jetzt hier in Konkurrenz zu heute. Nachher kommt Tagesschau, Tagesthemen unweigerlich. Also ich wäre bereit, eine Wette einzugehen. Wird da irgendein Mensch vor einer Bücherwand stehen und was sagen? Also die Bücherwand hat schon so einen gewissen Platz in unser aller Leben. Lebensgewohnheiten, Sehgewohnheiten. Und dann vielleicht noch so eine Anekdote aus meiner gerade erst abgeschlossenen Jugend als Studentin. Fand ich meinen jungen Mann ganz super, habe den zu Hause besucht. Das erste Mal abends, guck ins Bücherregal, es gab eins und es stand genau ein Buch drin von Stephen King und das wurde nichts. Also ich weiß nicht, ob sowas heute auf Dating-Apps auch abgefragt wird. Jedenfalls denke ich, die Bücherwand und irgendwie das, was drinsteht oder auch nicht, sagt vielleicht doch so ein bisschen was über einen. Das physische Buch hat Bedeutung. Verliert es die gerade oder wird die verändert oder wird es erweitert, untergraben, unter anderem vielleicht von unseren Gästen? Wir wissen es noch nicht, nachher aber unter Umständen schon. Ich möchte euch die Gäste gerne vorstellen. Nicola Richter sitzt neben mir, schreibt Bücher, die es so gibt, gedruckt zwischen zwei Deckeln, stehen im Regal, schreibt auch journalistisch. Und interessiert sich schon seit längerem dafür, was das Netz mit Kultur oder mit Texten dann in dem Falle macht. Schon kurz nach der Jahrtausendwende hattest du ein Online-Literaturmagazin gegründet und arbeitet und puzzelt auch weiter an dieser Schnittstelle. Vor 3 Jahren hat sie den Digitalverlag Mikrotext gegründet und verlegt dort, das zitiere ich jetzt von deiner Seite, kurze digitale Lektüren und auch Webliteratur. Ich glaube, in der Einladung zu heute Abend wird dann nochmal so ein sogenanntes vor die Webliteratur gesetzt. Stefan Poromka hat diverse Stadien hinter sich. Er war und ist es wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Germanist, Literaturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Neue Medien. Und das muss dann natürlich unweigerlich in die Kulturwissenschaft führen. Seit 3 Jahren, also bei euch allen war in meiner Anmoderation was mit 3 Jahren, wo ich mich fragte, mein Gott, 2013, da war irgendwie Mords was los. Mir fiel es jetzt irgendwie nur in euren Biografien aus. Seit 3 Jahren jetzt forscht und lehrst du an der Universität der Künste Texttheorie und Textgestaltung. Und dein besonderes Interesse gilt
den Formen und Formaten des Nächsten und bist davon daher natürlich ein guter Gast für diese Runde, weil das Nächste möchten wir auch wissen. Dirk von Gehlen sitzt neben dir. Du leitest bei der Süddeutschen die Abteilung Social Media Innovation, hast einen Blog und guckst da eigentlich auch genau in diesen Zusammenhang, was macht der digitale Wandel mit Schrift, mit Kultur, und hast vor 3 Jahren ein Buch durch die Crowd finanzieren lassen und auch schon mal erlebt, dass der digitale Wandelsachen sterben lässt. Die gedruckte Beilage der SZ zum Beispiel jetzt. Für die hast du geschrieben, also Job verloren. Dann hast aber festgestellt, auch hat ja auch sein Gutes, wenn man eben danach zum Beispiel Redaktionsleiter wird von jetzt.de, wie dir das geschehen ist. So, von dir, Dirk, würde ich gerne wissen, die Zeitungs- und Buchverlage und auch der Buchhandel, also wir nehmen diesen hier mal explizit aus, der stand jetzt nicht vom ersten Tag an und so volle Kanne auf digitalen Wandel, sondern ja, da geht halt die Zeit hin, da gehen halt die Leute hin, dann müssen wir uns da auch was ausfallen lassen. Welches Standing hast du denn dann im Verlag der Süddeutschen, also als der Abteilungsleiter Social Media? Ja, super natürlich. Also, super. Alle bewundern mich. Und schauen zu dir auf. Ich muss nur kurz sagen, dass es eine totale Unverschämtheit ist, dass ihr da eine FAZ aufgehängt habt. Ich weiß nicht genau, ob das ein Zeichen ist, dass sie aufgehängt wurde oder was soll. Ist für den Stream. Larissa vom HEG meinte, erst hatten wir deinen Postkartenständer, der raubt hier den Zuschauern die Sicht. Und sie meinte, es sieht so öde aus, da in leere Fächer zu gucken. Also kann ich euch eine coole andere Zeitung empfehlen, die man da auch super hinhängen kann. Taz. Müsstest mich jetzt danach fragen. Sehr gut. Das zeichnet einen guten Buchhändler aus, dass er sofort rausfindet, welches eine gute Zeitung ist. Was meint der Kunde, der sich nicht an den Titel erinnern kann? Genau. Hat er auf Basis meiner Benutzerdaten rausgefunden, dass ich die Süddeutsche da besser finde. Aber was bist du da? Also ich musste denken an House of Cards und die Twitter-Tussi, die so erstmal belächelt wird beim Washington Herald, die halt alles immer irgendwie in 140 Zeichen raushustet. Also erfährst du das auch, dass so die gediegenen Edelfedern sagen, naja, ich habe gerade total Angst, ob ich A, House of Cards was spoilere, wenn ich sage, das ist die Frau, die nachher mit dem Kuhn anfällt, oder? Nein, so schlimm ist es bei der SZ bitte überhaupt nicht. In den letzten 3 Jahren haben sich ja tatsächlich auch Sachen geändert, um jetzt endlich mal deine Frage zu beantworten. Bei der Süddeutschen gibt es mittlerweile einen Digitalchefredakteur, Stefan Plöchinger, der dafür gesorgt hat, dass da Sachen zusammengeführt wurden. Und das Lamento, auf das du mich da hinausführen willst, dass Digitale immer sozusagen die am Katzentisch sind und niemand sie ernst nimmt, das möchte ich in keinem Fall mit einstimmen. Es hilft ja auch niemandem. Also, ich glaube, und das würdest du auch sagen, wenn ich dich das zu zweit fragen würde und das nicht gerade gestreamt würde? Ja, weil ich das Lamento nämlich leid bin. Also ich glaube, dass sozusagen die Tatsache, das stimmte sicher mal, was ich gerade beschrieben habe. Das liegt aber auch daran, dass die Leute gerne am Katzentisch darüber lamentiert haben, dass sie am Katzentisch sitzen. Und dann ergeben sich vielleicht, wenn man damit aufhört, Möglichkeiten, dass das Danebensitzen vielleicht auch eine ziemlich große Chance sein kann. Also wenn man nicht direkt die gesamte Ausgabe eines Nachrichtenmagazins umwandeln will, sondern mit kleinen Sachen anfängt, kann das auch Fortschritte in sich bergen, die man vielleicht am Anfang nicht sieht. Also digitales Entwickeln heißt meiner Meinung nach auch mit kleinen Sachen anzufangen und sich darüber zu beschweren, dass die klein sind, wäre meiner Meinung nach ein extrem falscher Weg. Mhm. Deswegen nein, ich fühle mich nicht unterrepräsentiert in der SZ. Okay, und wie bereitest du dich auf das, was du da täglich zu tun hast, vor? Ich muss jetzt sagen, ihr drei kennt euch untereinander. Ihr kennt das Gelände, in dem wir uns bewegen, logischerweise viel besser als ich. Ich habe jetzt einiges gelesen, mich umgeguckt und habe gedacht, boah, mal wieder ganz schön unübersichtlich. Also nach Schneeballprinzip kommt man von einem Aspekt auf 5 weitere, die verästeln sich wieder. Also wie orientierst du dich in dem, was du da täglich zu tun und ja vielleicht auch zu entscheiden hast? Ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich irgendwann damit konfrontiert war, dass das gedruckte Heft vom Jetzt-Magazin verschwunden war. Und ich irgendwie rausfinden musste, was heißt denn diese Digitalisierung für den Beruf, den ich gerne ausüben will. Und damals war ich Anfang 20 und ich dachte, das ist so ein bisschen zu knapp, das so zu kalkulieren, dass ich jetzt bis zu meiner Rente, das werde ich schon irgendwie schaffen, sondern eher überlegt habe, wie kann ich das, was da jetzt neu da ist, gestalten. Und ein zentraler Faktor, der meiner Meinung nach der Digitalisierung innewohnt, ist die Tatsache, und da würde ich der Einführung kurz widersprechen wollen, dass Inhalte sich verändern durch neue Distributionsformen. Die digitale Kopie, was meiner Meinung nach der Kern dessen ist, was wir Digitalisierung nennen, nämlich die Möglichkeit, Inhalte identisch zu duplizieren,
ist mein Leitfaden in diesen Dschungel der Digitalisierung. Also alles, was wir erleben, warum es Buchläden besser und mal schlechter geht, basiert darauf, dass Inhalte vom Träger gelöst und identisch duplizierbar sind. Ob man das technisch unterbindet, ob man das juristisch bekämpft, das ist erstmal da. Und aus der Position heraus habe ich versucht, mir meinen eigenen Weg durch diesen digitalen Dschungel zu schlagen, weil das meiner Meinung nach die historische Neuigkeit ist, dass wir Inhalte duplizieren können. Und daraus ergibt sich dann ganz viel, wo meiner Meinung nach auch relativ offen eine Verwirrung mit Absicht gestiftet wird. Seid ihr alle schon auf Snapchat und sofort werden alle hektisch in der Buchbranche, weil sie denken, muss ich jetzt an diesem Snapchat teilnehmen? Ach, dann lasse ich es besser ganz. Und irgendwo dazwischen fände ich es viel schöner, wenn man sich mal den Grundpfad der Veränderung anguckt und sagt, es wird auch nicht mehr zurückgehen. Also wir werden nicht wieder dahin zurückkommen, dass Inhalte auf singulären Papier, zwischen Papierdeckeln verbreitet werden, sondern die digitale Distribution ist da und wir werden damit umgehen lernen müssen. Okay, ich würde auch gerne, Nicola, noch mal in deinen Werdegang reingucken, zumindest an diesen Punkt, an dem du vor 3 Jahren fandst, aha, ich mache jetzt einen Verlag, der nichts drucken will, sondern der Strombücher rausgibt. Was war da ausschlaggebend? Bei mir war der ausschlaggebende Punkt, dass ich vor allen Dingen als Leserin ein Bedürfnis gespürt habe, auf meinem Handy, auf meinem Smartphone, was ich dann schon ein paar Jährchen besaß, was ich interessanterweise in einem Blogger-Wettbewerb gewonnen hatte und was dann mit so Apps bestückt wurde, die es damals gab, weil ich hatte so einen Freund, der kannte sich gut aus mit Apps und dann hatte immer die neuesten Gadgets und der hat mir dann gesagt, ja guck mal, da gibt es diese Biertrink-App. Das waren so die tollen Sachen so vor 4, 5 Jahren. Dann konnte man so tun, als ob man aus seinem Smartphone Bier trinkt und so. Und dann hat er aber auch gesagt, da gibt es auch diese App, die heißt Stanza. Und da kannst du dann irgendwie E-Books, gemeinfreie E-Books auf dein Handy laden. Und das habe ich getan und habe dann, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, diese App, und habe dann einfach diese Weltliteratur, es war vor allen Dingen englischsprachige, französischsprachige Literatur, wenig deutschsprachige Literatur mit mir rumgetragen und dann irgendwann auf einer Zugfahrt, bei der ich kein Buch dabei hatte, also ich bin ja auch Germanistin, also ich komme auch genau aus diesem Kontext, ich habe auch gar nichts gegen Papier, ich wohne auch mit Büchern, aber ich habe halt, mittlerweile hat mein Lesen sich sehr stark verlagert auf Bildschirme, damals eben schon, und als ich kein Buch dabei hatte, habe ich dann geguckt, was gibt es denn so an kürzeren Texten bei Stanza, was hatte ich mir runtergeladen. Im ICE gibt es ja auch fast nie Netz, das heißt, man kann auch nichts anderes lesen als E-Books, also ist eigentlich das Beste für eine lange Zugfahrt. Neben dem Hörsaal als Podcast. Ja, genau. Kleiner Werbeblock. Und ich habe dann halt diese Thomas Mann-Novelle Der Tod in Venedig gefunden und habe die gelesen und habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich auf meinem Handy ein Buch lese. Ich habe einfach diesen Text gelesen und danach war ich wirklich ziemlich begeistert davon, dass es mir nur um den Text ging und gar nicht um das Gerät oder das Medium oder dieses Strahlen des Bildschirms. Mhm. Das war eine wirklich so eine erleuchtende Erfahrung. Danach habe ich dann öfter gesucht, ja, gibt es von Verlagen an solche Angebote? Ich habe nicht viel gefunden. Es gab irgendwie von David Foster Wallace diesen Essay, Das hier ist Wasser, so eine Rede, die er mal vor Absolventen gehalten hat. Hatte sich auch so als E-Book ganz gut verkauft. Und verschiedene andere Experimente, das habe ich dann alles gelesen und viel war das nicht im deutschsprachigen Bereich und habe dann gedacht, naja, also es gibt sehr viele Texte, die sind zu lang für das Buch und zu kurz vielleicht für eine Magazinstrecke oder andersrum, zu kurz fürs Buch und zu lang für eine Magazinstrecke. Mhm. Und genau diese interessieren mich sowieso, also so genreübergreifende Formate, Essays, literarische Reportagen. Und da habe ich dann gedacht, gut, dann muss ich die halt selber verlegen. Okay, und das heißt, du musst ja Ausschau halten. Du hast ja selber gesagt, auf den Plattformen, wo du dich umgeschaut hast, war da nicht viel. Das heißt, du musst die selber irgendwie ranrudern. Was muss denn ein Text haben oder sein oder erzählen, damit er dich anspricht? Also nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Okay, und dazwischen? Ja gut, diese Länge-Diskussion oder diese Länge-Definition, die ist mittlerweile auch so ein bisschen redundant. Denn ein E-Book hat ja an sich gar keine Begrenztheit. Mhm. Es kann sehr kurz sein und auch sehr lang. Ich habe jetzt letztes Jahr auch zusammen mit Stefan Mesch so ein 20 Jahre verbotene Liebe E-Book herausgebracht, weil diese Sendung eingestellt wurde und wir uns als verbotene Liebe-Fans geoutet haben und dieses E-Book hat, wenn man es drucken würde, ist also so als auf dem Smartphone, ich sage dann immer auf der Mikrotextseite, wie lang sind die E-Books quasi auf dem Smartphone, was natürlich davon abhängt, wie groß die Schriftgröße ist, die man eingestellt hat und wie groß das Display ist, aber wenn man es jetzt als PDF produzieren würde, wären es halt 800 Seiten. So, also grundsätzlich sind alle Texte, die bei Mikrotext erscheinen, das ist mir jetzt aber erst im Nachhinein eingefallen, so nach diesen 3 Jahren, episodisch aufgebaut.
Das sind alles Texte, die man unterbrechen kann und bei denen man wieder einsteigen kann. Und man also kann ideal für die U-Bahnfahrt von bis. Genau, für U-Bahnfahrten, fürs Warten beim Arzt, für auch gerne nachts im Bett lesen mit Nachtmodus. Finde ich auch super. Wenn man jemanden nicht stören will mit Lichtschein, kann man im Nachtmodus auf seinem Gerät lesen. Also für mich ist das Lesen durch mein Gerät eigentlich wieder in mein Leben gekommen. Ach ja, ehrlich? Also du warst mal, das Handy vorher rettet, eigentlich ablandig und gar nicht mehr so eine Leserin? Doch, ich habe viel gelesen eben auf dem Bildschirm, viel Webseiten und so weiter, auf ja, und so Streams, Profile von anderen Leuten. Und ich habe nicht mehr wirklich lange Texte gelesen oder das hat sich sehr stark verlagert ins Netz. Und so sage ich auch immer, das Handy rettet das Lesen. Und sprichst du von Buch? Also E-Book, E-Publishing, ist das? Ich sage mal Publikation, weil mittlerweile drucke ich ja auch ab und zu ein E-Book. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn dann im Impressum steht, zuerst erschienen als E-Book. Bei wie vielen Titeln ist dir das schon so gegangen? Naja, ich habe jetzt zwei selbst gedruckt und ein anderer Titel ist bei einem anderen Verlag erschienen, bei Spector Books. Jetzt kommt ein Buch bei Orlando, bin auch mit einem anderen Verlag wegen eines dritten Titels. Also ich verkaufe mittlerweile Printlizenzen, mache selber die Titel. Also das ist eine Publikation, die halt im Digitalen zuerst erscheint, weil sie so sehr schnell erscheinen kann, weil es sehr autorenfreundlich ist, denn das Manuskript liegt nicht ewig beim Verlag und wartet darauf, in ein Programm aufgenommen zu werden, sondern man kann auch mit dem Autor sehr themennah arbeiten. Wenn das E-Book erschienen ist, das ist auch bei allen Mikrotexten eigentlich so der Fall, sind viele Veranstalter interessiert, weil die Texte einfach so aktuell sind. Das ist auch noch ein Merkmal vielleicht von Mikrotext, dass ich mich für, grob gesagt, so zeitgenössische Debatten interessiere, die so literarisch aufbereitet werden. Mhm. Jetzt gibt es ein Buch von dir, Stefan, mit dem schönen Titel Der Letzte macht das Buch aus. Das klingt jetzt, was Nicola erzählt hat, nicht so, als wäre das unmittelbar übermorgen, dass das jemand machen muss. Dass das Buch verschwindet oder dass man es ausmachen muss. Nein, wir sind ja in der Buchhandlung, wir sehen ja, dass es immer noch läuft. Ich glaube auch die Frage, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal so in Diskussionen gesessen habe, also so auf dem Podium gesessen habe und so diskutiert wurde, verschwindet das Buch. Das muss in den 90ern gewesen sein. Die Frage gibt es immer noch. Ja, die Frage gibt es immer noch. Und bei jedem Buchladen, der zumacht, werden die drei Hauptschuldigen benannt und so. Also das wird wahrscheinlich in 10 Jahren, wird man sich das auch noch fragen, wird man auch in Buchhandlungen sitzen und die Leute werden auch noch Bücher lesen. Das ist sozusagen wie an all dem, was passiert, also mit Texten passiert und wie über das Netz passiert, wahrscheinlich die langweiligste Frage. Also weil so unglaublich viel passiert, ja, und sich so viel die Leseformen ändern und die Schreibformen ändern und dazu auch immer noch kommt, dass auch Bücher gelesen werden und dass auch Bücher geschrieben werden. Aber rundherum verändert sich alles so stark, dass diese Fixierung auf das Buch, ob es das noch gibt oder nicht, sozusagen immer so verkürzend wirkt, dass ich mir fast denke, vielleicht stellt man diese Frage auch immer um, sagen wie sich noch auf irgendwas zu konzentrieren in diesem völligen Durcheinander, das mittlerweile entstanden ist und das einem eigentlich dazu zwingt oder dazu bringt, eigentlich dauernd mit neuen Sachen zu experimentieren. Und dein Buchtitel provoziert aber nur fürs nächste Mal, wenn du die Frage nicht beantworten willst, dein Buchtitel provoziert die Frage ein bisschen. Naja, jetzt also, wenn ich jetzt was über dieses Buch sagen muss, dann also das sind ja Aufzeichnungen aus einem Funkloch, hieß das, und das waren 140 Tweets und diese Tweets sollten, also die sind natürlich bei Twitter erschienen und dann sollten die in Buchform erscheinen und die Frage war, wie macht man das jetzt, ohne dass es blöd ist, weil einfach Tweets in Buchform zu wiederholen ist, naja. Also ist ein Rückschritt einfach. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir wirklich den Rückschritt und ich schreibe meine Tweets mit so Kinderhandschrift wieder ab. Ja, und das sind jetzt 140 Tweets, die ich mit Kinderhandschrift abgeschrieben habe und die jetzt sozusagen wie als Kinderhandschrift sozusagen wie so ganz original wieder auftauchen. So. Und das heißt, es widerruft, es widerruft sozusagen seine eigene Geste und diese These, die da drin steckt. Und natürlich muss der Letzte irgendwie das Buch ausmachen und natürlich geht es zu Ende und gleichzeitig eben auch nicht. Okay, und dieses eben auch nicht ist das, worüber wir heute Abend diskutieren. Vorhin habe ich schon mal gesagt, du sagst von dir selber, du willst das Nächste erforschen. Gerade sprachst du auch von Experimentieren. Okay, jetzt hier die 100-Dollar-Frage. Was ist denn das Nächste und wo lässt sich das blicken? Also diese Idee des Nächsten, ich habe ja immer von der Literatur des Nächsten gesprochen, bezieht sich eher sozusagen wie auf eine bestimmte Form, die in die Dinge hineinrutscht. Ich glaube, also
es ist nicht die Trendforschungsfrage, was ist das Nächste und was wird das Nächste sein, sondern die Antwort ist eher, wir haben es dauernd mit Formen und Formaten des Nächsten zu tun. Und das Formen und Formate des Nächsten heißt einfach, dass sie in sich nichts richtig Festes mehr haben oder nichts richtig Bleibendes mehr haben oder nicht mit der Geste daherkommen, dass es ein letztes Wort ist oder dass es ein letztes Bild ist oder ein letztes Buch ist, sondern eigentlich immer schon wieder auf das Nächste verweisen. Also das Nächste kommt, die nächste Folge kommt. Hier ist was zum Klicken und ich kann von da eigentlich auf das Nächste draufspringen. Hier ist jetzt ein Text, aber das ist nur eine Version und im Grunde genommen werde ich in 2 Monaten werde ich die neue Version liefern oder dann werde ich wieder was anderes liefern. Also dieses Stay Tuned. Aber es läuft, während du das hier machst, läuft im Grunde genommen noch was anderes und spring noch ins Nächste hinein. Deswegen würde ich sagen, Formen und Formate des Nächsten, die gibt es schon jetzt. Aber also die haben diese spezifische Nervosität oder diese Unruhe, weil sie uns immer ins Nächste hineinschicken und darauf verpflichten, eigentlich nicht bei Sachen stehen zu bleiben, sondern darüber nachzudenken, und was machst du als Nächstes? Kennt man ja immer. Ne? Also du machst jetzt ein Buch und was machst du als Nächstes? Das, was jetzt gerade läuft, ist völlig uninteressant. Ja? Oder wird immer uninteressanter, auf ganz interessante Weise immer uninteressanter. Und immer interessanter wird das, sozusagen wie das Versprechen von dem, was jetzt als Nächstes kommt. Aber stimmt das so in seiner, also du trägst das jetzt so absolut vor. Ich habe auch gelesen von dir die Aussage, das Netz verändert die Literatur in einer Weise, dass wir gar nicht mehr von Literatur reden können. Ich glaube, das ist auch das, was du gerade ausgeführt hast, dass so ein Wort wie Literatur oder Werk oder so, was so eine gewisse Abgeschlossenheit und hat einen Anfang, Ende und Mittelteil, dass das obsolet sei. Ich frage mich aber, ob es stimmt. Also wenn wir über Literatur reden, was wir auch gleich noch tun werden, sicher. Aber ich frage mich, ob das jetzt für alle Bücher, die beispielsweise bei dir oder Texte oder Publikationen, die bei dir erscheinen könnten, Nicola, ob das auf all diese Publikationen zutrifft? Ob ich das wirklich so gesagt habe? Das kann natürlich sein. Also, der Literaturbegriff, der sich mit dem Buch etabliert hat, ist mit dem Web nicht kompatibel. Ja, okay, das klingt aber ganz anders. Das klingt ganz anders. Naja, wie denn? Also es ist die Frage, was man jetzt als Literatur begreift. Und es ist schon so, wenn man mit den alten Literaturbegriffen an das rangeht, was im Netz passiert, dann sieht man eben so wenig. Da habe ich nur gesagt, das macht blind, das ist eine Blockade. Ja, weil man dann eben immer guckt, also nach dem, was so das Feuilleton früher so als Qualitätsliteratur wie ausgesiebt hat und hingestellt hat. Und mit diesem Blick, den wir übers Feuilleton noch eingeübt haben, und damit guckt man jetzt ins Netz und denkt so, wo sind denn die großen Romane? Wo sind denn die großen Erzähler? Wo sind denn die großen Autoren? Und wo sind die großen Werke, die dann da hingestellt werden? Und dann sieht man eben nichts. Dann sieht man nur so Flüchtiges und Kleines und Ephemeres und Vorläufiges und so weiter. Wofür das Feuilleton ja lange Zeit auch stand, für das Kleine, die kleine Form und unterm Strich und die Nebenherbeobachtung aus dem Alltag. Absolut. Deswegen ist es ja das Eigenartige, dass das Feuilleton in dem Moment, also das gar nicht mehr richtig beobachtet, dass es selbst geboren ist aus dieser Flüchtigkeit, aus dem Schnellen. Ja, aus dem Netten, was den harten Fakten beigestellt wird. Und dann eben diesen nächsten Schritt nur ganz schwer mitgehen kann. Aber das liegt auch an dem Format Zeitung, dass es eben schwerer ist, sozusagen zu übersetzen und das zu affirmieren und zu sagen, ist doch ganz interessant, das, was man mit der Zeitung passiert ist, auch in kleinen Formen und Formaten, dass das da eingeführt wurde, das passiert jetzt im Netz. Also beobachten wir das mit dieser großen Lust, die uns ja eigentlich wie in dem Moment der Geburt schon wie selbst eingeschrieben war. So, jetzt haben wir schon, du hast es auch angesprochen, ich habe vorhin gesagt, unwegsames Gelände. Wir können über 1000 verschiedene Dinge reden. Dann greifen wir uns mal eins raus, das ihr jetzt auch schon verschiedentlich angeführt habt, Twitter. Bei dir war die Rede dann auch wieder in Verneinung, Nicola, von kurzen Texten, gehen aber auch längere. Episodenhaftigkeit, sagtest du, gefällt dir mittlerweile besser. Bei Twitter gilt ja noch dieses Fasse dich kurz. Was würdest du sagen, Dirk, wie wirkt sich das aus auf die Literaturhaftigkeit oder Literaturhaltigkeit dessen, was da ausgetauscht wird? Ich glaube, in jedem Fall erweitert sich der Begriff dessen, was Literatur ist. Und wir müssen jetzt alle ganz tapfer sein. Das hat überhaupt nichts mit der Gegenwart zu tun, sondern das war schon immer so. Also es war schon immer so, dass die Generation der Literaturwissenschaftler das, was die nächste Generation der Literaturwissenschaftler für Literatur halten werden wird, für Quatsch hält. Das ist so. Das gehört zu Generationen dazu. Und man kann das an sich selber messen, zu welcher Generation man gehört, wenn man das, was Gegenwart ist, für Quatsch hält. Dann ist man nicht mehr in der Gegenwart zu Hause. So. Ist so. Ja, ist ja ganz einfach so. Und
Dann kann man versuchen, diesen Quatsch zu gestalten oder zu verstehen. Und dann wird aus diesem Quatsch Literatur. So. Also sprich, liegt im Auge des Betrachters und Punkt. Thomas Mann saß, Roma Tagebücher geschrieben. Ist es Literatur? Ja, jetzt natürlich schon. Der Mann ist Literatur-Nobelpreisträger. Natürlich ist das Literatur. War das schon Literatur, als er die geschrieben hat? Also die Diskussion ist so, das kann man in der Literaturwissenschaft diskutieren. Ich finde das so wenig zielführend, weil ganz klar in die Generation nach uns wird die Tweets des kommenden Literatur-Nobelpreisträgers als Literatur auswerten. Und damit ist das Thema meiner Meinung nach. Okay, dann ich glaube auch, darf ich noch kurz was dazu sagen, was du eben meintest, Stefan, dass es langweilig wäre, Tweets einfach so zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist jein, ja. Also so wie du das gemacht hast, die abzuschreiben, ist natürlich nochmal ein Schritt sozusagen der Verfremdung oder auch noch eine mediale Ebene dazu einzuziehen. Aber es gibt natürlich wirklich viele Tweets, oder wenn man Tweets veröffentlicht, so eigentlich, wenn man sie nochmal sozusagen herausnimmt aus ihrer originären Publikationsplattform, und wenn man sie sammelt und sozusagen hintereinander stellt, werden sie ja ein komplett anderer Text. Also so, wie sie geschrieben werden, wie sie entstehen, wie sie sozusagen primär gelesen werden, sind sie eben dieses Instantane oder wie Christiane Frohmann immer sagt, so etwas, oder wie instantanes Schreiben, etwas Ephemeres. Ich habe jetzt auch gerade Tweets veröffentlicht von einem spanischsprachigen Autor, der aus Guatemala kommt und der immer sozusagen morgens nach dem Aufstehen twittert und sozusagen noch in so einer Traumwelt, wie er sagt, twittert, und er twittert sozusagen über Weltliteratur. Und er schreibt 140 Zeichentweets über James Joyce und Kafka und wen auch immer, Marquez und so weiter, und natürlich auch über seine Träume und Lesen und Schreiben. Und wenn man das dann so liest, das sind 700 Tweets, die wirklich alle nur hintereinander stehen, die führen einen in so eine Art Strudel hinein. Also man kommt auf einmal durch das Lesen dieser 140 Zeichentexte, die ja dann auch, wenn man sie immer wieder in 140 Zeichen oder weniger liest, auch so eine ganz komische, abgehackte Lesform bekommen, weil Aphorismen werden immer angeführt als ein Genre, was dem so nahesteht. Ist es eigentlich nicht wirklich, weil Aphorismen können lang, kurz und was weiß ich sein. Also die sind gar nicht so begrenzt. Diese Twitter-Begrenztheit stellt auch einen bestimmten Sprachrhythmus meines Erachtens hier. So, und wenn man das dann liest, kommt man in so einen Loop und in so eine Art Bewusstseinsveränderung, weil man auf einmal in diesem Gehirn von diesem Twitterer steckt. Und das fand ich irre, also als ich das gelesen habe. Und das geht mir genauso mit Betelanius, Comic Sans Serif, ist auch ein großartiges Twitteratur-E-Book bei Christiane Frohmann erschienen. Und da sind ja noch mehr Twitteraturautoren erschienen. Und ich finde, das ist was komplett anderes, als wenn ich das auf Twitter lese, weil es ausgewählt ist, weil es sozusagen aber wenn du in eine Reihe gebracht wird und mit diesem Anfang und Ende versehen wird, was ich immer so Digitallektorat nenne. Aber also wenn du jetzt den Twitter-Kanal dieses Autors lesen würdest, hättest du es ja in dieser Abfolge. Du hast es nicht täglich, alle 24 Stunden, wann du eben reinschaust, sondern du könntest dir die ja auf dem Rechner hintereinander wegstellen. Was ist denn dann anders, wenn du das nochmal editierst und sagst, das ist jetzt eine Publikation? Ja, also bei Alan Mills, bei diesem guatemaltekischen Autor, ist es natürlich übersetzt. Das ist der Service, den ich dann als Verlag leiste. Natürlich kann ich dem jetzt folgen und das alles dann auf Spanisch lesen. Aber das macht man ja eigentlich nicht so wirklich. Also natürlich geht man ab, ich weiß nicht, das wäre interessant zu wissen, wie hier sozusagen gelesen wird im Raum. Also wer nutzt wie Twitter? Das ist ja dann auch die Frage, wie der Leser sozusagen mit diesen neuen Literaturformen in Kontakt kommt. Ich zum Beispiel nutze Twitter total chaotisch. Also ich lese da jeden Tag mal rein und dann, was da so mir hochgespült wird, das lese ich dann. Aber ich gehe sehr selten auf die Profile von einzelnen Twitterern und lese mir das durch. Wäre interessant zu wissen, ob einige das tun. Deshalb glaube ich, dass es durchaus, wenn man jetzt vom Verlegerischen her denkt, ein Service des Verlags sein kann, diese Tweets zu versammeln, auszuwählen und diese Reihenfolge nochmal sozusagen abzubilden, in der sie entstanden sind. Weil Verlegen bedeutet ja genau das. Also ob ich jetzt Papier bedrucke und ein schönes Cover mache, das ist eine Kunst und ein Service, aber ob ich jetzt digitale Texte versammle und mit einem Cover versehe und einem Klappentext dazu und das versuche zu verbreiten, das ist dann ja auch ein sozusagen Service. Jetzt hast vielleicht du gerade gesagt, wir sind im Kopf des Mannes, des Autors, also du hörst seine Gedankenstimme und die zieht dich in den Strudel. Ich wollte dich vorhin noch fragen, Dirk, was ist denn das, was wir auf Twitter lesen? Ist das geschrieben oder ist das gesprochen? Also ist es Rede oder ist es Schrift? Das ist eine total spannende Frage, weil ich glaube, dass da was dazwischen entsteht.
Klingt jetzt doof, gerade in diese Welt der Emoticons verliebt, weil ich glaube, dass da ein digitaler Dialekt entsteht, gerade den wir noch nicht so richtig verstanden haben. In die Welt der wie oder was? Emoticons, Emojis, ach so, okay. Okay. Also alles, was sozusagen... Achso, das wollte ich übrigens vorschlagen als Hashtag für Hölderlin, da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Könnt ihr euch ja auch schon mal Gedanken machen. Das müssen wir zum Schluss noch klären, aber bitte. Okay, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass da gerade eine Konversationsform entsteht, die vielleicht auch Literatur ist, das mögen die Experten diskutieren, die nur in der digitalen Kommunikation funktioniert. Ich bin sozialisiert damit, dass mir Leute gesagt haben, naja, das Schreiben von Botschaften ist ja gar nicht so wertvoll, weil man dann Gestik und Mimik gar nicht mehr damit transportieren kann. Jetzt gibt es sowas wie den Shruggy, den ich großartig finde. Der Shruggy kann etwas transportieren, das ist dieser schulterzuckende japanische Emoji, das kann etwas transportieren, was in einem persönlichen Gespräch immer dämlich aussieht. Also könnt ihr mal probieren. Genau, du machst es sehr gut, falls es für den Stream später jemand noch zeigen will. Irgendwie wirkt das immer doof, wenn man es in echt macht. Im digitalen Kommunikation eröffnet sich da eine Ebene, die ich spannend finde. Und zwar auf der Ebene, wie Dialekt spannend ist. Also den kann man auch blöd finden. Hier in Berlin findet ihr alle Schwäbisch voll gut. Ich finde es eher so mittel. Und es gibt Leute, die Dialekte dann sehr gerne nutzen und sich damit irgendwelchen Gruppen zuschreiben. Und genau das Gleiche gilt auch für diesen digitalen Dialekt. Und der ist, ihr denkt jetzt alle, was redet der wirre Mann, die Antwort auf deine Frage. Ich glaube, es gibt dazwischen eine Form, die sowohl gesprochen als auch geschrieben ist. Mhm. Also die sich aus diesem, im Englischen nennt man das Chatten, und das hat ja beides, speist. Und die wird dann, den zweiten Gedanken muss ich noch schnell sagen, die wird dann Literatur, weil du sie auswählst. Und das ist das Spannende an Digitalisierung, dass der Wert nicht mehr am Content liegt, also nicht mehr an dem Tweet selber. Denn der exakt gleiche Tweet, bin gerade aufgestanden, habe das geträumt, kann, wenn der Mann aus Guatemala kommt und du das übersetzt hast und der Literat ist, total wertvoll sein. Wenn ich ihn twittere, ist er irgendwie so, meine Güte, was ist denn jetzt mit dem wieder los? Also dieses Oversharing, Menschen twittern, was sie morgens im Urin gefunden haben, kann, wenn es Günter Grass gemacht hätte, ein Riesenwert sein. Und wenn es ein armer Student an der UdK macht, vielleicht keine Literatur sein. Der Kontext, in dem ein solches Werk aufgenommen wird, hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir ihn wahrnehmen. Der Kontext, in dem uns jemand sagt, das ist jetzt aber wertvoll, also der Verlag kuratiert das für mich, lässt vielleicht erst die Literatur entstehen und nicht der Content, also nicht der Tweet selber ist die Literatur. Darf ich das mal nur ganz kurz dazu kommen, natürlich noch der Leser, der auch die Tweets sozusagen noch mit Wert versieht, denn der Autor, der seine Tweets dann auswählt für so eine Publikation, nimmt natürlich auch die vielleicht oft geretweetet oder oft gefavt wurden. Sodass wie der Autor wählt aus? Ich dachte, du wählst aus. Nein, also man kann ja auch der Autor auswählen, aber ich wähle ja den Autor aus. Also es ist ja ein Gespräch. Also man hat ja durchaus Gespräche über Texte. Und aber das, was dann ausgewählt wird, egal bei welchen Textformaten, die aus dem Netz kommen, muss man ja was auswählen. Und da wird oft das dann ja auch genommen, was dann halt der Leser schon vorher ausgewählt hat. Denn der steckt ja noch immer mit dabei. Also wenn wir auf Facebook oder wenn ein Autor, eine Autorin auf Facebook schreibt und es wird oft geliked und es wird viel kommentiert, dann ist ja dieser Text sozusagen schon mit diesem Echoraum des Lesers versehen. Und der nächste Text, den der Autor, die Leserin dann schreibt, trägt das sozusagen wieder mit weiter. Also ich habe da ein Beispiel dafür, auch aus meinem Verlag jetzt, mit diesem syrischen Autor Asaf Alassaf, der sich auf Facebook eine fiktive Figur ausgedacht hat, die heißt Abu Jürgen. Und Abu Jürgen ist ein Botschafter in Beirut, also ein fiktiver deutscher Botschafter in Beirut. Und er hat sich dann auch sozusagen auf Facebook sich selbst fiktionalisiert als Abu Rita. Also sozusagen im arabischen Raum nennt man sich, wenn man Kinder hat, immer gibt man sich den Vornamen des ersten Kindes. Also sein erstes Kind heißt Rita, also ist er Vater von Rita, so das zur Erklärung. Und Abu Jürgen, dieser deutsche Botschafter, und Abu Rita sind in Beirut und der syrische Flüchtling will jetzt unbedingt den deutschen Botschafter kennenlernen, und um ein Visum zu bekommen, weil das ist ja das heilige deutsche Visum, Delicious German Visa war das Hashtag. Und so hat er dann diese Figur entwickelt und seine Facebook-Follower haben ihn immer weiter, wenn er dann öfter über Abu Jürgen keine Episode sich ausgedacht hatte, gefragt, ja, was ist eigentlich mit Abu Jürgen und Abu Rita? Treffen die sich jetzt mal irgendwann und so weiter? Das heißt, er hat eigentlich zusammen oder auf Wunsch seiner Leser wie eine Art Episodenroman geschrieben auf Facebook. Es war gar nicht sein Plan. Auf einmal hatte er durch das Hashtag Delicious German Visa eine Geschichte, die sich entwickelt hat von dem Wunsch einer Freundschaft zu diesem Botschafter bis
zuletzt eben diese Freundschaft, die eine so auch viel mit Powerplay zu tun hat und mit einem arabisierten Deutschen, der da irgendwie Tauben züchtet und Tee trinkt und sowieso nichts machen kann. Also jetzt kommt zwischen... jetzt habe ich so lange geredet. Zu dem Produzenten, Textproduzenten, wie auch immer, kommt jetzt auch der Ermöglicher, Verbreiter oder Mitmischer, der Leser oder dann im Plural die Leserschaft dazu. Ich weiß nicht, ob das der Punkt war, an dem du vorhin, wo du auch noch was zu sagen wolltest, ja, Stefan. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen rahmen und sagen, wir haben jetzt 2016. Und ich habe daran erinnert, dass ich in den 90er Jahren sitze ich auf so Podien, wo die Frage ist, verschwindet das Buch oder nicht? Das ist eine total alte Frage. Ich glaube auch, dass irgendwann mal die Frage aufkam, ist das noch Literatur oder nicht? Kam wahrscheinlich in den Nullerjahren auf. Mhm. Hat sich meiner Meinung nach auch erübrigt. Also die Rahmung ist folgendes, also nur um an das anzuschließen, was du gesagt hast. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir ganz schlecht weiterkommen mit so Definitionen, die wir so immer so mittragen, so, das ist wie so Schablonen, das versuchen immer so drauf zu legen. Ist das noch Literatur? Ist das noch richtiges Lesen? Ist das noch richtiges Schreiben? Sind das noch richtige Bücher oder nicht? Ich glaube, die Situation ist so, dass sich diese Fragen einfach schlichtweg erübrigt haben, sondern jeweils neu definieren durch die Projekte, die entwickelt werden. Also die Projekte definieren im Grunde genommen ihren eigenen Zustand. Das Eigenartige ist, dass im Bereich der Literatur immer noch diese Schablonenfragen gestellt werden, während im Bereich der Kunst etwa. Der gesamte Bereich der Kunst lebt davon, dass immer diese ganzen Fragen, ist das noch Kunst und was ist der Künstler und was ist das Werk und was ist der Rezipient, sozusagen wie seit den 60er Jahren, also so richtig und zwar wie von allen Seiten, wie zerlegt werden und wieder neu zusammengebaut werden. Und immer gilt, jedes einzelne Kunstprojekt definiert durch sich hindurch das, was das Werk jetzt in diesem Moment sein könnte und was der Rezipient sein könnte. Ist das eine qualitativ andere Diskussion in der Literaturwissenschaft? Ja, absolut, weil es natürlich so in experimentelle Situationen hineinführt und einfach, weil man sich die Sachen auch nochmal anders anguckt. Ich nähere mich niemals den Kunstwerken sozusagen mit Schablonen, sondern versuche, das Werk aus sich selbst heraus zu verstehen, wie es mit Medien umgeht, wie es mit dem Rezipienten umgeht und so weiter. So, und wenn ich jetzt wenn ich ein Twitter-Buch habe, dann definiert sozusagen dieses Buch in dem Moment, wo es auftaucht, definiert sozusagen all diese Positionen. Und ich kann es interessant finden, wie es damit spielt oder nicht. Aber ich verwechsel es nicht damit und denke, okay, also dieses Twitter-Buch definiert jetzt endgültig für unsere Gegenwart das, was der Autor zu sein hat. Das ist obsolet. Ich finde, also in dem Sinne eher, wir sind im Stadium dieses dauernden Experimentierens angekommen und müssen viel eher den Blick für das, jetzt muss ich es eben sagen, für das Nächste öffnen, anstatt immer diese alten Schablonen mitzunehmen und so draufzulegen und immer was zu erkennen, was an den Sachen eigentlich vorbeigeht. Ja, zwei Gründe gibt es ja für die Schablonen, warum die mitgetragen werden. Das eine ist, dass sie zur Orientierung helfen und daraus vielleicht ableiten können, was möchten wir denn behalten in dem permanenten Wandel, den ich dir vollumfänglich zustimmen würde. Und das zweite ist, dass diese Schablonen halt oftmals Geschäftsmodelle transportieren. Also dass ein Buch, das als Literatur definiert ist und einen Buchpreis gewinnt, sich halt einfach dann sehr viel häufiger verkauft als das, der Superbestseller, der in meiner Schublade liegt. Da kann ich auch sagen, es ist Literatur, davon kann ich dann aber am Ende nicht leben. Genau wie ich dir auch Kunstwerke von mir privat zeigen kann, die du vielleicht aus dem Werkgedanken als Kunst verstehst, aber wenn ich dir sage, dass ich sie privat gemacht habe, sie vielleicht dann doch keine Kunst mehr sind. Also der Faktor, diese Diskussion zu führen, hat damit zu tun, dass wir nicht nur immer am nächsten sind, sondern dass wir gerade einen fundamentalen existenziellen Wandel in dem Kulturbetrieb erleben. Also wovon kann man denn noch leben, wenn alle Literatur produzieren? Also der Zugang zu Publikationsmitteln war jahrelang begrenzt und man war allein dadurch, dass man im Radio was vorlesen konnte, war man sozusagen schon mal herausgehoben und dadurch musste das ja schon mal klüger sein oder dass man in einer Zeitung ein Buch besprechen durfte oder dass ein Verlag einen ausgewählt hat und man konnte ein Buch veröffentlichen. Heute kann das jeder. Während wir hier sitzen, sind unfassbare Mengen allein in deutschsprachiger Literatur veröffentlicht worden. Wie entsteht da Wert? Wie entsteht aus diesem Wert ein Geschäftsmodell? Und wie kann man aus diesem Geschäftsmodell womöglich von sich behaupten, ich bin eigentlich noch Literat? Ist das überhaupt noch eine Tätigkeit, mit der man Geld verdienen kann? Ist Fotograf nicht heute ein Synonym für Smartphone-Besitzer? Oder ist das noch ein Beruf? So, und das ist das, was diese Fragen immer wieder aufbringt, weil diese Frage am Ende nur sagt, ist das noch Literatur, beziehungsweise Fußnote, wovon können denn eigentlich Menschen, die Literatur machen wollen, in Zukunft leben? Okay, jetzt kriegt ihr die Fragen hier vorne gestellt und ihr seid jetzt die antworten müssen? Nein, vielleicht habt ihr auch Fragen? Keine Ahnung, vielleicht habt ihr Antworten oder Fragen, wir nehmen beides.
zu dem bisher Gesagten? Ja, ich habe natürlich jetzt auch schwierige Fragen gestellt. Danke. Es ist natürlich etwas unfein vielleicht, dass ich mich jetzt nochmal einschalte, aber nur, weil ich darüber nachgedacht habe, über diese Aussage, für die ich sehr dankbar bin, dass das die langweiligste aller Fragen ist, jetzt zu fragen, also digital versus print, also diesen ganzen Rattenschwanz von definitorischen Fragen darüber, wie ist es jetzt oder wie war es oder ist das gut oder also das zu stellen, finde ich auch wahnsinnig langweilig und ich glaube auch, es ist so eine Nebelkerze, die uns irgendwie den Blick darauf vernebelt, was jetzt wirklich neu oder anders oder interessant irgendwie sein könnte und da gehört das, was jetzt gerade gesagt worden ist, glaube ich, eben ganz entscheidend dazu. Also was tut sich, wenn es um Geschäftsmodelle geht oder um irgendwie die Verhältnismäßigkeiten. Man kann über Geschäftsmodelle reden, man kann natürlich auch über Macht reden oder irgendwie, also es muss nicht nur das Geld sein, sondern die Frage, wer wird gesehen oder wer wird gehört oder wer wird gelesen. Und da sehe ich dann, also vor allen Dingen, wenn immer wieder ganz allgemein und abstrakt von Digitalisierung geredet wird, ein bisschen unterbetont, dass es ja nicht irgendwie einfach um Computer oder um Smartphones geht, sondern um das, was da drauf ist und wer das betreibt und dass das eben nicht die unendliche Vielfalt ist, wo es genug Raum für 1000 Anbieter gibt, sondern ein sehr viel kleinerer Bereich. Und ja, das. Das als Ergänzung? Oder? Das als Ergänzung, ja, zu dem letzten Punkt. Also vielleicht kann man dann ein Beispiel auch bringen, jetzt aus diesem Bereich der Digitalverlage, die sich in Berlin jetzt mittlerweile sehr viel gegründet haben und eigentlich alle 2012, 2013. Da sieht man eigentlich ganz schön, dass im Verlagswesen dieses digitale Thema bis dahin eigentlich ziemlich unter den Teppich gekehrt wurde. Also es ist auch immer noch teilweise so, dass die Digitalausgaben wie so eine Art Zusatz zu gedruckten Büchern erscheinen, mit ein bisschen weniger, also einem geringeren Preis, was nicht unbedingt dazu reizt, diese E-Books dann zu kaufen. Also das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil jetzt ja auch große Verlage ihre eigenen Digitalsparten starten. Aber das ist vielleicht etwas, wo man das irgendwie so sieht, also diese Frage nach Geschäftsmodell verquickt mit einer Struktur, die schon da ist, einer Kulturproduktionsstruktur, nämlich dieser großen Verlagslandschaft, die wir hier in Deutschland haben, die aber wirklich versucht hat, E-Books eigentlich ein bisschen zu ignorieren. Und als dann diese Digitalverlage sich gegründet haben, unabgesprochen, hier in Berlin gibt es, glaube ich, mittlerweile 10 oder so, ja, da sind die großen Verlage dann auch auf diesen Zug aufgesprungen. Und insofern ist da jetzt eine Bewegung, ob das jetzt sozusagen zu einem dauerhaften, einträglichen Geschäftsmodell führt, ist dann eine andere Frage. Ich glaube, es führt dazu, an anderen Texten eine andere Aufmerksamkeit zu geben und eine Vielfalt von Formaten auch zu ermöglichen, die vielleicht so im gedruckten Bereich nicht möglich waren. Interessanterweise gibt es jetzt schon wieder so eine Rückschleife, denn wir sprachen dann so die letzten Jahre immer von diesen E-Singles, das wurde auch sehr aus den USA heraus sozusagen als die neue große Sache hier für unseren Markt, also Verlagsmarkt so verkauft, so kleinen Texten für Smartphone und so weiter. Dann gibt es jetzt diese ganz neue Sache im Print, die nennt sich nämlich die Printbuch-Single. Und das ist, sehen wir ja auch hier überall, also hier diese J.F. Frank-Bücher und also kleine, nette Ausgaben, so das Reklambuch, mit noch aber dünner, das kommt jetzt wieder und das nennt sich Printbuch-Single. Und da wird jetzt sozusagen ein Digitalbegriff rückwirkend wieder auf den Printmarkt aufgedrückt. Also man sieht eigentlich ganz schön, wie sich das alles bewegt und wie alle, so genau wie Stefan gesagt hat, wie es ums Experimentieren geht. Und jetzt für Mikrotext, das ist für mich auch mal ganz schwer zu beantworten, was erscheint denn bei dir? Ich habe jetzt gar keine Planung für das ganze Jahr. Ich habe auch keine Planung so für ein halbes Jahr. Also bei mir ist das ganz stark von meinem aktuellen Lebensumstand geprägt. Was interessiert mich jetzt gerade und auf was stoße ich? Und was will ich sozusagen irgendwie herausheben und eine Aufmerksamkeit schaffen, ja. Womit für dich natürlich auch diese ganze Verlagsvorschau, das Bereisen der Buchläden und die Buchmesse als Termin wahrscheinlich weitgehend entfallen. Da sind wir dann ja auch wieder bei der Frage der Strukturen. Wie siehst du dich denn im Verhältnis zu großen Verlagen? Also dieses David-Goliath-Ding, sagt Stefan, ist eigentlich obsolet oder über diese Art Friktion. Hab ich das gesagt? Oder interpretiere ich mal rein, diese Art Friktion oder Kampfstellung? Nee, das war auch nie so. Also oder bist du so das Trüffelschwein, der Scout oder die da im kleinen Modell erprobt, auf das dann größere gucken? Wäre das was für uns? Wie passt es zu uns?
Also ich weiß es nicht so genau, aber ich nehme mich schon selber als eine Art Scout und Trüffelschwein wahr, weil ich natürlich alle meine Autoren großartig finde und auch mittlerweile einige sehr bekannt schon geworden sind. Und was auch sich sehr stark verändert hat, ist, dass, als ich den Verlag gegründet habe, der dann gerne noch in der Presse mit Anführungszeichen geschrieben wurde. Und der wird mittlerweile eigentlich schon seit 1,5 Jahren nicht mehr mit Anführungszeichen geschrieben. Aber das war nicht mein Problem. Also das Wort Verlag? Genau, oder der Mikrotext. Das war halt, also Suhrkamp würde man nie mit Anführungszeichen. Ach so. Merkt ihr, wie absurd das ist? Ich meine, es wurde sozusagen immer noch eine ironische Distanz eingebaut. Es ist jetzt so ein komischer Mikrotextverlag. Genau, das passiert nicht mehr. Also es wird als verlegerisches Konzept ernst genommen. Und ich bin auch in Kontakt mit vielen klassischen Verlagen, auch unter anderem dadurch, dass ich zusammen mit Andrea Nienhaus die Electric Book Fair kuratiere, eine Veranstaltung, die sich sozusagen im digitalen Publizieren und diesen ganzen Veränderungen widmet, sodass man da natürlich weiß, was die alle vorhaben. Aber nee, dieses David-Goliath-Ding war es nie. Es ist eigentlich so ein Nebeneinander her und zwischendurch überkreuzt es sich auch mal. Und man wird, glaube ich, schon beobachtet. Das kann ich jetzt sozusagen, vermute ich schon. Also es gibt auch Kopien, also wie bestimmte Verlagsstrategien dann sozusagen von großen Verlagen eigentlich kopiert werden. Wenn man jetzt, also die Hansa-Box zum Beispiel mit den Singles, das war jetzt nicht so das total genuine neue Ding. Es war etwas, was schon im deutschsprachigen Markt vorhanden war, was die dann auch gemacht haben. Kann man dann aber auch sagen, wenn man auftritt. Und dann wird aber sozusagen jetzt mein Vorwurf nicht an den Hansa-Verlag gerichtet, sondern eher ans Feuilleton, die dann sagen, oh, das ist ja irre, jetzt macht ein deutscher Verlag einen Digitalverlag nur für so Singles. Und man könnte ja auch mal gucken, was schon da ist. So, das hat dann aber auch wieder viel mit Wissen zu tun und mit so Zuschreibungen. Ja. Okay, Stefan, jetzt hatte ich dir offenbar was untergejubelt. Möchtest du dich nochmal distanzieren oder zu dem, was wir gerade besprochen haben, was hinzufügen? Na, also ich habe nur gesagt, wir sind so im Zustand des Experimentieren müssens und habe gesagt, wir sollten vorsichtig sein mit solchen Schablonen, weil die Projekte selbst das definieren, was der Leser ist und was der Text ist und so. Dann kam nur der völlig richtige Einspruch im Moment, aber in vielen Bereichen dienen die Schablonen doch zu was und dann kommt jetzt der Markt ins Spiel. So. Und auf dem Markt, also dass wir im Zustand des Experimentierens sind, hebt ja sozusagen oder hebelt ja die Marktbedingungen gar nicht aus, sondern also im Gegenteil. Also da wird natürlich mit dem klassischen Literaturbegriff operiert und natürlich haben wir es hier auch mit der Auseinandersetzung von sehr großen Verlagen oder Verlagskonglomeraten oder Medienhäusern im Grunde genommen zu tun, die auch kleinen Verlagen gegenüberstehen. Das ist überhaupt nicht aufgehoben, sondern also überall da, wo es ums Geld geht, ist natürlich auch klar, auch die sind alle im Zustand des Experimentierens, nur die großen Verlagshäuser oder Medienhäuser können zum einen die Kleinen beobachten, was machen die so, also was können wir kopieren davon. Auf der anderen Seite muss uns klar sein, sind die ja längst auch haben die ihre Labore und ihre Konzepte und das haben die auch schon jahrelang. Das wird nur nicht so offen kommuniziert, also wie die mit dem digitalen Wandel umgehen. Es gibt, glaube ich, keinen großen Verlag mehr, der dazu keine Ideen entwickelt, der dazu nicht eine eigene Abteilung gebaut hat. Es gab hier noch einen Fingerzeig, genau, dort drüben. Und vielleicht seid ihr so nett und gebt mir alle noch mal ein Zeichen. Nee, dort drüben an der Säule, an der weißen Säule. Wer hat denn noch eine Frage, damit wir so in etwa wissen, womit wir zu rechnen haben? Gut, erstmal nicht. Dann du, bitteschön. Ja, ist es eine Frage oder eine Bemerkung? Aber Dirk van Geel hat da so eine Bombe da reingeworfen zum Schluss. Also was machen wir eigentlich in der Zukunft? Und meiner Meinung nach war das so die Frage nach dem Kurator. Gibt es eigentlich einen Job des Kurators? Bisher haben wir ja einen Kurator, also Leute, die Bücher verlegen, sind im Prinzip Kuratoren. Leute, die Zeitungen machen, sind Kuratoren. Wer bestimmt, was ist Literatur, wird eigentlich von Kuratoren gemacht. Und jetzt ist es alles irgendwie B2B oder C2C. Also und ich glaube, das ist eine spannende Frage, nicht nur, was machen wir in der Zukunft, was arbeiten wir eigentlich in der Zukunft und verschwinden Kuratoren, sondern meiner Meinung nach wird es so eine Art Revival von Kuratoren geben. Wir experimentieren jetzt mal so ohne Kuratoren, wir tweeten
uns Sachen zu und findest und irgendwann, also das ist ja eigentlich Literatur, aber wir werden wahrscheinlich dazu kommen, dass wir sagen, ist vielleicht doch gut, so einen Middleman zu haben, der sich die Sache mal anguckt, ob der von der Hochschule der Künste ist oder sonst woher. Also ich leiste mir die Meinung, ich leiste mir den Mittelmann. Und das finde ich, deshalb diese Phase ist spannend, mal Sachen auszuprobieren und dann zu sagen, naja, ich kann es mir leisten, ich leiste mir einen Kurator. Und vielleicht ist es dann auch nicht nur eine Frage von, ich muss einen Kurator haben, nur sonst kann ich eine Zeitung lesen, sondern ich habe keine Lust, mich durch die News durchzuwühlen. Ich leiste mir einen Kurator, der stellt mir die Sache zusammen und das ist es mir wert. Und das muss ich auch bezahlen und dann wird es ein Geschäftsmodell. Also ich finde die Frage von Dirk wirklich spannend, sozusagen, was passiert mit diesen Leuten, die eigentlich früher so eine Art Meinung abgegeben haben, was ist Literatur, was ist News und was ist Kunst und so weiter, verschwindet das oder in meiner Meinung, das kommt zurück? Ich weiß gar nicht, ob ihr in einem Widerspruch zueinander euch befindet. Also Nicola, du hast dich ja selber so vorgestellt als so eine Art Kuratorin. Und ich würde sagen, dass die Urheber, die können ja publizieren und experimentieren, wie du gesagt hast. Und dann treten ab einer gewissen Phase die Kuratoren und Kuratorinnen auf den Plan oder eben nicht. Ja, also sind zwei unterschiedliche Zündungen. Mit Unterschied, dass ich glaube, dass Kuratoren halt nicht nur wie hier die tollen Leute vom Buchladen sind, die diese Zeitung hinhängen oder eine andere, sondern Kuratoren haben wir alle schon. Google ist halt der Kurator, den ihr alle benutzt. Oder Amazon, wo dann halt unten steht, wer sich für ein ähnliches Produkt interessiert hat. Und dafür bezahlen wir auch, nicht in Euro direkt, sondern wir bezahlen vielleicht mit einem vermeintlichen Einbuße an Freiheit. Um das zu bemerken, müssten wir aber endlich anfangen, eine Diskussion abseits des Inhalts zu führen. Denn kuratieren funktioniert auf Basis von Metadaten, auf Basis von Kontexten. Also ich suche etwas, was über die Metadaten in einen neuen Kontext passt. Und zwar in einen Kontext, der nicht mehr in einer Zeitung für alle gleich entsteht, sondern individualisiert beim Nutzer. Google behauptet, dass jeder von uns, eingeloggt oder nicht, bis zu 60 unterschiedliche Einflussfaktoren auf Suchergebnisse hat. Trotzdem postet meine Facebook-Timeline ständig, schau mal, was ich bei Google finde, wenn ich das eingebe, wo ich mir immer denke, wo soll der Witz sein? Das findest du. Andere finden womöglich was ganz anderes. Also wir denken immer, Google sei sowas wie Wetten, dass, wo alle das Gleiche sehen. Und ich habe irgendwas Lustiges entdeckt, poste ich es mal. Man postet nur sein eigenes Thema. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, überhaupt nicht klar, dass Kuration in dieser Form darauf basiert, dass man selber Daten gibt und dann kriegt man was zurück. Was im Kern super ist, ihr kauft euch alle Hosen in eurer Größe, ihr gebt also Daten und kriegt dann eine passende Hose wieder. Dafür haben wir aber überhaupt kein Gefühl, weil wir Literatur immer diskutieren aus der reinen Perspektive auf den Content und nie aus der Perspektive, dass Kontext den Wert schafft. Und das merkt man daran, ich habe das ganz am Anfang mit der Kopie gesagt, wenn man sich die Kopie anguckt und ein Vervielfältigung und eine Vorlage nebeneinander legt. Haben wir jahrelang immer gedacht, total schwierig, Raubkopie, da wird was am Original weggenommen, weil es ja das identische Duplikat ist. Also man kann das nicht mehr unterscheiden. In Wahrheit wird sehr wohl was Neues produziert, nur nicht mehr im Content. Eine Vorlage und eine Vervielfältigung unterscheiden sich in Zeitstempel. Wenn ich ein File habe und ich verschicke das an jemanden von euch, dann haben wir beide das gleiche File, das gleiche EPUB, das gleiche PDF, das gleiche MP3, whatever. Der Unterschied ist in den Metadaten. Mein MP3 hat einen anderen Zeitstempel als euers. Und vielleicht ist das Spannende, auf das wir endlich mal kommen sollten, nicht immer nur auf diesen identischen Inhalt zu gucken und zu sagen, voll böse, hier wird was geklaut. Vielleicht wird in der Kopie etwas neu geschaffen, was aber nicht im Inhalt liegt, sondern in den Metadaten. Und dann sind wir bei der Kuration, denn diese Metadaten sind die Grundlage dafür, dass mir jemand etwas empfehlen kann, was mir passt. Und vielleicht muss ich diese Metadaten als Konsument besitzen dürfen. Vielleicht muss ich mit diesen Metadaten arbeiten dürfen. Aber dafür müssten wir die Diskussion wegführen von der Autor, der ein singuläres Werk schafft als genialer Schöpfer, geht weg. Und man sagt nicht, die Leute, die vorne sitzen, sind wichtig, sondern diese Diskussion ist super, weil das André Wilkens ist, der ein super Buch geschrieben hat und der die Frage aus dem Publikum stellt. Das Netzwerk schafft den Werk. Und da müssen wir aber sozusagen komplett die Perspektive ändern und nicht sagen, hier ist jetzt ein Buch, Publikum, mach was damit, sondern der Kontext um dieses Buch schafft erst etwas. Ist das das Nächste?
Ja, absolut. Also und zwar auch deswegen, weil sich vielleicht auch der Begriff des Kuratierens, der ja auch so eigenartig so, ist ja auch ein Buzzword geworden. Wir alle kuratieren ja, dauernd wird kuratiert, gibt neue Studiengänge für Kuratieren. Die Volksbühne will sich nicht kuratieren lassen. Ja, naja, gut. Das ist dann sozusagen wie, das ist das Nächste. Ne? Also sich dem zu verweigern. Also das ist so eine Wertigkeit, die jetzt nochmal aufkommt, wie als würde der Kurator oder die Kuratorin auftauchen. Das finde ich eine schöne Abkühlung, dass es nochmal ein bisschen mehr auf Filtern geht. Ja? Also dass es mit Kontextbeobachtung zu tun hat, dass es mit Filtern zu tun hat und dass es aber noch mit was Drittem zu tun hat, nämlich mit dem Weitergeben. Also wahrscheinlich werden die Kuratoren die sein, die die Sachen also sozusagen nicht auswählen und festhalten, sondern in Bewegung halten, also wieder in den Kreislauf reingeben. Die Frage ist dann sozusagen nicht, wie nehme ich diese Sachen, die aus diesem Kontext heraus produziert werden, und halte sie fest. Geht nie ums Festhalten, sondern wie bringe ich sie so rein in die Mitte oder wie gebe ich sie so weiter, dass sie in Bewegung bleiben. Also das wird die Aufgabe des Kuratierens sein, die Sachen in der Luft zu halten, weiter dran zu arbeiten, neue Kontexte zu produzieren, sich nicht auf das zu beziehen, was war und woraus das entstanden ist, sondern eher die Bedingungen der Möglichkeiten zu schaffen, dass damit weitergearbeitet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich zum Teil mit den Zukunftsaussichten wohlfühlst und zum Teil auch nicht, weil natürlich da die, sorry, auch alte Frage nach dem Urheberrecht drinne steckt. Hast du Schwierigkeiten zum Beispiel mit Kopien deiner Bücher, die sich verselbstständigen? Also ich wollte jetzt nur noch kurz was zu diesem Kuratieren sagen. Also ich sehe mich ehrlich gesagt immer eher als Leserin und da bin ich schon immer Teil des Kontexts. Das wollte ich nur sagen, also was ihr beide gesagt habt, ist exakt das, so wie ich das auch wahrnehme. Und da bin ich dann auch immer jemand, der was weiterleitet oder der sagt, hier, guckt euch das mal an, das habe ich gerade gelesen, das findet ihr vielleicht auch gut. Und der Kontext verändert sich ja auch ständig. Zu diesen Raubkopien, ich habe, das ist ganz lustig, ich musste daran denken, weil vorne liegt auch das Buch Los Superdemokraticos, war so ein zweijähriges Essay-Projekt, was ich mal gemacht habe mit lateinamerikanischen und deutschsprachigen Autoren auf so einem Blog. Wir haben das digitales Fairtrade genannt und haben halt allen gleiches Geld bezahlt und diese Ideen sozusagen hin und her geschickt über den Atlantik. Und da sehr viel so Vokabular auch aus den Texten heraus entwickelt, wie die Autoren sich selbst sozusagen und ihr Netzschreiben sehen. Und Raubkopien und überhaupt Kopieren ist im südamerikanischen Kontext komplett anders behaftet als hier. Meine Co-Redakteurin Riri Maldonado und auch Autorin hat immer gesagt, wenn ein Text auf den, also in dem Fall geht es natürlich um wirklich kopierte Bücher, wenn ein Buch auf einem Markt in La Paz oder so weiter kopiert verkauft wird, hat der Autor es geschafft. Mhm. Denn es ist für die Kopierer auch schwierig, diese Bücher zu bekommen. Und sie kopieren nur die Bücher, die auch wirklich gekauft werden. Natürlich können wir so keine Diskussion über Urheberrecht führen, aber wir führen sozusagen eine Diskussion darüber, welcher Text wird überhaupt weitergegeben, welcher Text wird wahrgenommen, welcher Text wird auch verkauft. Gut, wer verdient daran? Im Endeffekt dann der Raubkopierer, aber der Autor sozusagen und der Verlag im zweiten Schritt ebenso. Denn wenn dieser Autor weiter bekannt wird, wird auch das zweite Buch ein Erfolg und so weiter. Und ich meine, diese Prozesse, die sehen wir ja auch schon bei vielen Texten, die sozusagen aus dem Netz kommen und sich dann sozusagen so diffundieren in alle möglichen Medien herein. Also in meinem Verlag ist das dieser syrische Autor Abu Zaid, der jetzt Kolumnist bei Vice Germany ist mittlerweile, dessen erster Titel, der klügste Mensch im Facebook, das sind Facebook-Statusmeldungen, die er damals noch als Schmied arbeitend in Syrien geschrieben hat. Und das erscheint dieses Jahr in Brasilien, das erscheint in Dänemark. Es ist schon in Argentinien, also im ganzen spanischsprachigen Raum erschienen. Auf Englisch haben wir es gemacht. Hörspiel, Theaterstück, zweites Theaterstück. Also so, das heißt, dieser Facebook-Text, der sozusagen mit Anfang, Ende versehen wurde, der übersetzt wurde, der ist auch jetzt im arabischen Raum erschienen, endlich. Er hat jetzt einen Verlag im Libanon, so einen sehr großen Hachette Antoine. So, also diese Texte sind im Netz entstanden und haben sozusagen jetzt komplett neue Kontexte bekommen. Und das ist genau das, was ihr beschrieben habt, kann man an diesen verschiedenen E-Books eigentlich sogar nacherzählen. Und deshalb dieses Raubkopierthema oder Urheberrechtsthema ist dann fast zweitrangig. Natürlich muss ich mit den Autoren über Rechte sprechen. Muss ich. Also ich kann auch sagen, nö, aber irgendwo muss ich ja auch
was verdienen, also weil ich tue ja auch Arbeit. Das heißt, wir müssen uns schon darüber austauschen, was passiert dann mit dem Text und wie wird welche Arbeit entlohnt. Weil von einem E-Book-Verkauf kann man erstmal jetzt auch nicht so reich werden. Das heißt, grundsätzlich ist das Interessante, was danach mit den Texten passiert. Und darüber habe ich natürlich dann so Absprachen mit den Autoren. Und würdest du sagen, jetzt gerade in diesem extremen Beispiel, das, was danach mit den Texten passiert, ist das, wo du dann Geld verdienst? Du hast ja gerade gesagt, nur mit dem Veröffentlichen allein, das wäre ein bisschen dürftig. Ja, das wäre super, wenn kauft euch alle die E-Books, kauft mal jetzt gleich nachher alle Titel von Mikrotext, das wäre schon toll für alle Autoren, für den Verlag, und sagt das euren Freunden. Ja, also ich glaube sozusagen, diese Verlage sind auch noch nicht bekannt genug. Wir haben jetzt auch kein großes Werbebudget und so weiter, denn das, was jetzt diese Digitalverlage, Kulturbooks und Frohmann und Mikrotext und das Beben und wie sie alle heißen, was wir veröffentlichen, das ist großartig. Und das sind, deshalb glaube ich, man kann schon davon noch besser leben. Das ist ja, sonst würden wir es auch nicht machen. Also wenn ich jetzt sage, nö, davon kann man gar nicht lesen, dann würde ich es, glaube ich, gleich lassen. Ich will das auch nochmal als eine... Ich weiß nicht, läuft ja. Also weil das interessant ist. Also nur weil du jetzt auch gesagt hast, da verdient man erst Geld, dann wenn danach was damit passiert. Ich würde ja sagen, was als nächstes passiert. Ja, also, ja, weil das also schon. Also die Idee ist, also wie kommt man mittlerweile mit Kulturprodukten an Geld? Man kommt an Geld in dem Moment, wo sie veröffentlicht werden. Je länger es dann dauert, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kopiert werden, dass sie anders verteilt werden oder wie auch immer. Man muss im Grunde die Sache vorher hochjazzen. Also sozusagen auf den Veröffentlichungstermin hochjazzen im Sinne von, dass es Subskriptionen gibt, dass es Crowdfunding gibt und so weiter. Das passiert mittlerweile alles vorher, dass es monetarisiert wird. Das Geld ist dann da in dem Moment, wo es da ist. Und dann muss man zusehen, dass man das sozusagen wie in andere Kreisläufe hineinbekommt, also dass es übersetzt wird, dass es in dem Format auftaucht und dass es in dem Format auftaucht. Und dass man Lesungen macht, etwa als Autor, also weil man weniger verdient daran. Also man kriegt natürlich sozusagen das Geld für den Buchvertrag. Aber dann muss man zusehen, dass man Geld verdient darüber, dass man Lesungen macht, dass man eine CD macht, dass man, ja, und dass es ein Theaterstück gibt oder wie auch immer. Das heißt, man muss sich sozusagen wie von der festen Form, von dem einmaligen Erscheinen dieses Produktes wie verabschieden und es eher aus Kontexten herausdenken und in Kontexte hineindenken. Das heißt, das Kulturprodukt wird in dem Sinn sozusagen eher so eine Art Schaltstelle. Das ist nicht mehr das Einzige und Letzte, sondern es ist das, von dem aus die Sache wiederum in Bewegung kommt. Und wenn man darüber nachdenkt, das sind sozusagen wie ganz andere, dann muss man wie ganz anders denken, weil man eben nicht auf den Punkt denkt, sondern wenn überhaupt nur diese Punkte denkt, als im Hinblick auf das, was man jetzt als Nächstes damit macht. Oder man macht nichts als Nächstes, dann muss man aber ein nächstes Buch schreiben. Das ist die Warte des Projektemachers, mit dem du dich ja auch beschäftigt und auseinandergesetzt hast. Aber ich komme jetzt trotzdem noch mal mit so einer altertümlichen Sache. Wie geht der Archivar damit um, die Bibliothekarin? Naja, also das ist ja eine Krisenbranche. Das ist ja klar. Also man könnte vielleicht auch sagen, eine boomende, weil es gibt natürlich sehr viele Aggregatzustände, absolut, die man festhalten könnte, müsste, sollte. Also Thomas Mann hat es selber gemacht. Das ist vielleicht schon mal so ein Tipp für euch. Backups erstellen für den Fall, dass man einen Literaturnobelpreis kriegt, dann ist das schon mal vorhanden. Das ist, wenn man keinen Literaturnobelpreis kriegt, ist es einfach auch schön, wenn man seine Daten noch hat. So. Ja. Ja, aber wie stellt jetzt das Literaturarchiv in Marbach den ersten... die erste Facebook-Status-Meldung deines Autors aus oder den ersten Tweet, der zu einer größeren Sammlung von, ja, in all diesem Geschehen, was sich dann anschließt, naja, führte. Das Problem hat sich ja schon anders gestellt, jetzt auch mit dem Nachlass von Friedrich Kittler etwa, also der ja in Marbach ist und man überlegt jetzt, also was kommt da jetzt eigentlich rein? Ist das Papier, also das er beschrieben hat, also sind das Notizbücher, sind das Manuskripte oder sind das auch Disketten? Ja, sind das Floppy Disks, die er dann auch noch hatte? Ja, sind das die ganzen Computer? Ja, also und die ganzen Mails, die da noch drauf sind und die Mails, die er geschrieben hat und Sachen, die er gelöscht hat. Wenn er Sachen gelöscht hat, sollte man jetzt an die Festplatte ran und zusehen, dass man Daten, die er mal gelöscht hat, alles rausholen? Ja, warum nicht? Als Archivar. Ja, also diese, was sagt der Archivar? Ja, die stehen erstmal davor und wissen einfach, dass sie mit den alten Konzepten gar nicht mehr zurechtkommen. Das wird auch in diesem Fall gilt es einfach, dass das, was jetzt das Archivieren ist und was das zur Verfügung stellt, kann man mit den alten Schablonen nicht mehr beantworten. Jetzt muss man sozusagen wie von Fall zu Fall, muss man sich Gedanken darüber machen. Und man wird keine Definitionen erreichen, die jetzt dann mal so 20, 30 Jahre gültig sind, die wir dann bei den Bibliothekarsassistenten wie mit auf den Weg geben, sondern auch da ist klar, dass die werden sich den neuen Gegebenheiten dann jeweils anpassen müssen. Und wenn es Bücher gibt mit Tweets oder wenn es nur noch um Twitter
Twitter-Accounts geht, wird man sich darüber dann Gedanken machen müssen, wenn man es archiviert. Das ist eine ganz neue Flexibilität, die von den Leuten gefragt ist. Ich habe eine ganz große Sympathie für dieses bis zum nächsten Denken und das Experimentelle, was du transportierst. Ich würde aber einem Verlag wäre schon lieb, so ein Geschäftsmodell zum Beispiel zu haben. Das auch, aber jetzt bin ich ja noch gar nicht ein Verlag. Ich versuche gerade noch was Einfacheres, nämlich eine Struktur zu erkennen, in dem, was sozusagen dieses im Nächsten immer ist. Und ich glaube, ein Prinzip des Digitalen ist, dass man Versionen ausspielt. Also, dass die eine feste Version, die unveränderlich dasteht, nicht existiert. Software, die im Digitalen selbstverständlich uns alle umgibt, Software wird in Versionen ausgespielt. Bücher, Literatur, Filme, Musik denken wir immer in einem abgeschlossenen, einmal verschweißten und zugenähten Zustand. Und dass dieser Zustand, also wenn man das in eine flüssige Umgebung wirft, untergeht, muss man sozusagen nicht Physik studiert haben. Es muss sich sozusagen diesen Gegebenheiten dem Ökosystem anpassen. Und eine Grundperspektive, und das wäre eine strukturelle Antwort auf deine Frage, wäre zu erkennen, dass digitalisierte Produkte eben, anders als in der Einleitung gesagt, nicht als Produkt einfach neu distribuiert werden, sondern ihren, ich nenne es mal, Aggregatzustand verändern und in eine neue Form übergeben, indem sie nämlich im Digitalen nie fertig sind. Was eine unfassbare Chance ist, wenn wir mal kurz vergessen, dass in den letzten 60 Jahren alle uns erzählt haben, dass Literatur als Monolith distribuiert werden muss, der dann hier rumliegt. Was total schön ist, dass dieses Buch hier rumliegt. Aber es wird ja nicht besser, wenn es hier liegt. Also kauft jetzt dieses Buch, damit es hier wegkommt. Weil das Liegen ist ja keine Qualifikation von einem Buch. Es geht aber nicht anders, zurzeit so ein Buch so zu distribuieren. Deswegen liegt es hier. Und weil wir das alle gelernt haben, denken wir, dass das so sein muss, dass ein Buch wie eine Flasche Wein da liegt. Und wenn es da liegt, kann ich es dann da kaufen. Das anders zu denken geht meiner Einschätzung nach nur, wenn wir lernen, die Grundbedingungen des Digitalen anzunehmen, egal ob wir die mögen oder nicht, egal ob wir lieber das Buch so kaufen oder anders. Die Grundbedingung des Digitalen ist, dass eure Browser-Software innerhalb der nächsten 2 Wochen in einer neuen Version erscheint. Und deswegen ist sie übrigens gut. Das ist nicht der Nachteil von dieser Software, sondern der Vorteil von der Software, dass sie in neuen Versionen erscheint. Bei Büchern, digital gelesen, soll das Gegenteil sein. Das weigere ich mich zu glauben und möchte deswegen dafür werben, diese Grundstruktur zu erkennen und dann aus dem, was du sagst, strukturelle Schlüsse zu ziehen. Nämlich zum Beispiel, dass das Produkt, die Idee des Kulturproduktes, zwar eine schöne Idee ist, aber vielleicht nicht zwingend die Idee, mit der man herausfindet, wie man in 15 Jahren noch Geld verdient. Vielleicht muss man versuchen zu verstehen, dass diese Produktfixierung, diese Werkfixierung uns im Weg steht, um das verflüssigte Neue anzuerkennen und so zu lernen, dass man daraus entwickeln kann, womit wir übermorgen Geld verdienen. Jetzt bist du natürlich doch wieder an dem Punkt, wo du vom Verschwinden des Buches sprichst. Du sagst jetzt, in 15 Jahren wird es dann, wir müssen uns dem anpassen, dass es diese neue Figur gibt. Ich finde das gar nicht so zwingend, dass alles den Aggregatzustand ändern muss. Warum sollen die Bücher nicht weiter gedruckt werden? Warum soll es nicht weiter einen Markt für Bücher geben? Ich glaube nur, dass es natürlich auch auf die Form des Buches und wie wir damit umgehen, das ist das, was sich entscheidend ändert. Deswegen glaube ich... Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass etwas sein soll. Mhm. Was ich versuche zu beschreiben ist, dass aus der Tatsache, dass wir digital distribuieren können, sich Dinge zwangsläufig ergeben. Und jetzt ist nur die Frage, wie schnell die sich ergeben und wie schnell die sich sozusagen für einen Massenmarkt ergeben. Da gibt es Player, die das sehr vorantreiben. Amazon verschenkt quasi das Lesegerät, damit ihr darauf dann etwas benutzt. Also unfassbar stark subventioniert, damit ihr digital lest. Das wird dann da hinten steht der Tolino, gleiches Prinzip. Das wird sozusagen das digitale Lesen vorantreiben. Und dann ist die Frage nicht mehr, wird das passieren oder finde ich das gut, dass es passiert oder nicht? Wir werden hinter diesen Zustand nicht zurückkommen. Die Frage ist also, wie schnell wird das passieren? Und was ich lernen möchte ist, was ist das Prinzip dahinter? Und das Prinzip dahinter ist meiner Meinung nach, dass Digitalisierung den Aggregatzustand von einem Inhalt verändert. Das heißt nicht, dass es Menschen geben wird, die weiter diese Bücher kaufen werden. Und zwar hier im Ozelot in Berlin oder sonst wo. Das heißt nicht, dass es die nicht geben wird. Das heißt nicht, dass es die nicht mehr geben wird. Es fahren auch heute Leute mit den ewig zitierten Kutschen. Es kaufen auch heute Leute Vinylplatten. Das ist das Schlimme daran, beides parallel passieren. Nur wenn ich das Nächste verstehen und gestalten will, dann hilft es mir nicht, wenn ich mich wochenlang darüber, wenn ich mich wochenlang über den Geruch vom Papier erfreue und sage, das ist der Wert von Literatur. Ich muss das riechen und anfassen können. Okay, dann muss ich aber trotzdem, darf ich kurz? Ja. Also dann gehst du doch davon aus, dass der Aggregatzustand
geändert wird, also dass es irgendwann wie digitalisiert wird. Ich glaube aber, nein, das, was sich verändert am Buch, ist nicht das Buch selbst. Das kann natürlich sein, dass es digitalisiert wird, aber die Frage ist eher die Rolle nach dem Buch, auch nach dem gedruckten Buch, in der digitalisierten Kultur. Da verändert sich nicht unbedingt der Aggregatzustand, sondern, wie du auch sagen würdest, der Kontext, in dem es wahrgenommen wird. Es ändert seine Bedeutung. Es ändert sozusagen unsere Art des Lesens. Es ändert die Art des Umgangs mit dem Gedruckten. Also, dass wir jetzt sagen, es wird dekorativer und wir stellen es rein und wir riechen auch wieder gerne dran und wir haben es dann doch gerne und es ist wie eine Flasche Wein, dass es da steht. Also, das ist die Bedeutungsänderung. Gleichzeitig gibt es ja auch im Kontext eine ganz andere Änderung, die man auch in den Verlagen kennt. Etwa, dass die Verlagsprogramme unglaublich schnell werden. Also, dass die Sachen immer schneller wie auf den Markt geschossen werden. Dirk, du machst abwechselnd. Und dann auch wieder schneller vom Markt genommen werden. Dass die Bücher kleiner werden. Also das ist auch so ein Effekt davon, ja, dass wir solche Singles haben und gleichzeitig größer werden. Ja? Das ist doch interessant. Wir müssen gar nicht über das Verschwinden des Buches sprechen, sondern wir sehen plötzlich, es gibt viele neue Formate. Es bewegt sich nur schneller. Aber war das anders? Ich will es kurz sagen. Ja. Weil es auch wieder schneller verschwinden wird. Das sind sozusagen der Buchmarkt, der relativ stabil gewesen ist, wird jetzt sozusagen kommt in Bewegung dadurch, dass er immer wieder neue Trends produziert. Ich will auch nur sagen, nicht die Frage stellen danach, wird das Buch verschwinden, sondern das Buch in seinen Kontexten beobachten. Und ich glaube, innerhalb unterschiedlicher Kontexte ändert es seine Bedeutung und der Aggregatzustand des Kontextes ändert sich. Alles andere muss man abwarten, was sozusagen wie mit Digitalisierung von Objekten passiert. Du würdest gerne was erwidern, ich würde es gerne abwürgen und das Publikum fragen, ob es noch was fragen möchte. Frag doch mal, was ich antworten wollte. Und da hinten wird mir Google Auszeit angezeigt, aber da sitzt ja noch jemand und du hast jetzt die letzte Frage hier zu stellen. Ihr habt ja den Hölderlin im Titel. Ja, und auf den würde ich auch gerne noch. Das nehme ich jetzt mal als Steilpass, um vielleicht noch mal eine etwas historischere Frage zu stellen. Man könnte ja jetzt sehr schematisch sagen, das Medium Buch so aus der Zeit um 1800 und 19. Jahrhundert hat unheimlich emanzipatorische Effekte gehabt. Alphabetisierung, bestimmte Vorstellungen vom bürgerlichen Individuum, überhaupt erstmal auch für Deutschland natürlich als sogenannte Kulturnation, Definition, was ist deutsche Kultur gebunden an eine Sprache und so weiter, können wir uns alles durch diesen Träger, durch die Bedeutung des Buches kaum vorstellen. Deswegen gibt es ja diese Läden hier noch mit diesen Dingern. Und die Frage wäre, und das ist mir so ein bisschen zu kurz gekommen, gibt es eigentlich sowas wie eine emanzipatorische Erzählung rund ums digitale Publizieren, rund um die digitale Literatur? Denn man könnte ja sehr skeptisch sein und sagen, die Digitalisierung hat Bildungsungleichheit verstärkt. Dazu gibt es ja viele Studien. Die Digitalisierung löst Subjektkonstitutionen auf. Man könnte ja auch sehr kritisch herangehen. Und deswegen meine Frage an die Runde: Welche positive Erzählung erzählt das digitale Buch für die Gesellschaft? Erzählt die positive Erzählung. Wo ist der Hölderlin? Naja, wir haben ja nun die Jahre der Utopie und des Hypes hinter uns, also wo die ganzen positiven Erzählungen wie in die Luft geworfen sind. Heute gehen die Sachen nur schneller und wir sind viel schneller frustriert, weil wir sehen, dass sich bestimmte Utopien nicht erfüllen. Wie auch um 1800, also dass die ganzen positiven Utopien, die mit dem Buch zusammenhängen, natürlich Öffentlichkeit und so weiter, aber dass es mehr Gleichheit produziert habe, sondern das öffnet natürlich nur auf andere Weise den Weg in die kapitalistische Kultur, die auf andere Weise wieder Ungleichheiten produziert. Nur dieses Frustrationsmoment, bis das die Leser erreicht, das dauert im 19. Jahrhundert länger als heute. Also deswegen würde ich sagen, die Zeit der Utopien haben wir hinter uns und dieser großen Erzählungen, ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch brauchen. Ja, also ich würde da jetzt mal widersprechen, weil ich... Ja gut, also... Nur kurz, aber ich möchte doch noch kurz was sagen, weil ich denke schon, viele Dinge, die jetzt angesprochen wurden als das, was wir gerade beobachten, diese Versionierung und so weiter, die vielleicht interessanter ist oder zukünftiger als jetzt ein Buch, was da liegt, das geht ja alles mit dem EPUB. Ob es jetzt in Zukunft das E-Book als EPUB ist oder ob es dann halt eine browserbasierte Leseform ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber so eine Art Publikation ist halt global verfügbar, instant global verfügbar. Das ist ein Buch eigentlich nicht, es sei denn, man hat eine krasse Auslieferung, eine globale Auslieferung. So ein E-Book oder wie wir es auch in der Zukunft nennen werden, aber so ist es im Moment genannt, ist auch nicht vergriffen.
Das heißt, wir sprachen über das Archiv. Also es gibt, finde ich, noch viele utopische Momente, die für mich jetzt in diesem digitalen Publizieren enthalten sind. Das wird sich auch verändern weiter, aber mittlerweile werden ja E-Books ganz klassisch auch bei den großen Nationalbibliotheken abgespeichert. Man muss da seine Kopien abliefern und so weiter. Das heißt, es wird auch alles archiviert. Die Frage ist, wird es weiter lesbar sein? Floppy Disks und so weiter, das können dann nur noch ein paar Experten lesen, weil die Geräte nicht mehr so verfügbar sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, diese Utopie für mich schreibt sich die noch in Teilen weiter. Die Utopie der Aufklärung. Handbremse, positive Erzählung ist nicht, sagt Stefan. Positive Erzählung ist da, vielleicht in kürzeren Formaten oder eher so ein bisschen aspekthaft. Aber das finde ich doch jetzt nochmal eine interessante Kontroverse, die ich auch gleich wieder einstampfe. Was wir tatsächlich dem Hölderlin noch schuldig geblieben sind, ist sein Hashtag. Und ich dachte, ich frage euch einfach mal hier vorne. Was wäre denn dem Hölderlin sein Hashtag gewesen? Soll ich die Frage mit der positiven Utopie beantworten, während die beiden noch nachdenken? Ja. Nee. Nein, ich finde an dem Titel total schön, dass es diese schöne Ruhrgebietsassoziation, aus dem ich komme, anspielt. Das ist großartig. Ruhrpott-Kanacken wäre der Hashtag dann, oder? Also diese völlig falsche Verwendung des nicht existenten Genitivs, das ist... Im Fränkischen auch. Ja, für Hölderlin. Im Schwäbischen ist das, glaube ich. Also ich habe in Tübingen sogar studiert und ich kenne den Hölderlin-Turm und da ist ja, ich weiß nicht, ob das Graffiti noch immer dran ist, aber ich habe gerade überlegt, was steht da drauf und da stand ganz lange Scardanelli, weil das ist so eine dieser verschiedenen Ichs, die ja Hölderlin in seinen wahnsinnigen Phasen hatte. Wir haben gerade von Subjektauflösung gesprochen, vielleicht würde er ja sich nicht Hölderlin nennen auf Twitter, sondern seinen Twitter-Name wäre Scardanelli. Der Hölderlin-Hashtag wäre sowas wie HDLFN15. Es gibt ja immer so Hashtags, von denen man denkt, was? Wer? Ja, und man versteht es nicht. Und bei Hölderlin wäre das genau das Richtige, wäre kein Hashtag, den wir alle verstehen, sondern nur so eine ausgewählte, die wissen, welche Konferenz jetzt eigentlich gemeint ist. Okay, vielen Dank für die Vorschläge. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar. Und dann schreibt sie doch einfach unter dem Hashtag Dicksal. Ich glaube, Hölderlin hätte... Dicksal ist übrigens auch ein schöner. Du, ehrlich gesagt, mein Mann regt sich jedes Mal auf und ich habe mich immer gefreut, dass ich es bis heute, ohne verlegen zu sein, so moderieren konnte. Ist jetzt natürlich hin. Lest ihr die eigentlich auch in beiden Schreibweisen oder nur in der, die ihr wollt? Eine Frage ans HIG. Ich glaube, nur in der autorisierten. So, also das, was nehmen wir mit? Zu viel, um es zusammenzufassen. Sehr gut gefallen hatte mir, was du gesagt hast. Die Archivare in Marbach, die müssen sich dann halt eben Gedanken machen. Wir haben uns heute Abend auch welche gemacht. Vielen Dank vor allen Dingen für eure und für euer Zuhören und eure Nachfragen. Das hier wird, wie gesagt, dann auch noch mal seine Gestalt verändern und zu einer Radiosendung werden, zu einem Hörsaal auf D-Radio Wissen. Am 21. Februar, abends kurz nach 18 Uhr, muss man aber nicht dann hören, wenn man gerade Spaghetti kocht oder was auch immer tut, kann man sich danach downloaden. Und dann treffen wir uns am 24. Februar wieder, um es ein bisschen spannender zu machen. Wir wissen selber noch nicht, wo. Das wird dann aber gesagt. Am 24. Februar, den es ja nicht gibt, am letzten Mittwoch des Monats. Und da reden wir über das, was ihr jetzt auch macht, vielleicht Feierabend 4.0. Vielen Dank.